Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erinnere sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Ja, ich bleib mal lieber hier. Dass ich direkt wieder irgendwas abkrieg. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr, ich bin gleich zurück. Der passt da nicht durch, oder? Das wäre zu einfach. Weil hier, ne, das kennen wir ja, das Prinzip. Okay, ich bin einfach dumm. Das Problem ist, ich brauche den jetzt nochmal. Leider zerstört habe. Zack. Das funktioniert hier aber durch. Der Laser geht durch. Okay. Müssen wir jetzt wieder zurück? Ja. Ich würde sagen, das muss doch gehen. Okay. Oh, sie sagt gar nichts. Was ist los mit ihr? Warum sagt sie nichts? Warum sagt sie nichts? Ich hab noch das Lied vom letzten Spiel im Kopf, was am Ende lief. Das ist auch einfach ein gutes Lied. Teil 3, die Rückkehr. Ich hoffe, die Rückkehr unseres Freundes. Das wäre schön. Nein. Es ist rot geworden. Sie ist ja gerade nicht da, vielleicht kommt er kurz. So, ne? Hey, ich bin's, mir geht's gut. Was? Wo? Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal. Hab ich nicht gesehen. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Es nicht. Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre meine. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er. Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. So asozial einfach nur. Es ist einfach nur asozial. So, ne? Laser muss hier hin. Das heißt, der Laser muss in ein Portal, aber das geht gar nicht. Da muss der Laser rein, ja? Der Laser verläuft hier, aber ja, ist ja eine Wand im Weg. Ich bin gerade etwas verwirrt. Okay, das bringt gar nichts. Da muss ich hin, dann kriegen wir... Okay, wie komme ich da hin? Machen wir mal hier ein blaues Portal. Aber hier unten konnte ich doch nirgends eins setzen, wo ich reinspringen kann. Ich kann nur einen hellen Boden eins setzen. Hier? Nee, das funktioniert nicht. Hier kann ich auch nicht drauf jumpen.
Ich bin gerade dezent verwirrt. Ich muss an den Knopf. Weil vorher kommen wir irgendwie nicht weiter. So funktioniert das nicht. Ich hab's verstanden. Ich habe es verstanden. Ach ja, super. Dann machen wir wohl das Ganze. Nein! Auch okay. Machen wir das Ganze nochmal. Nur andersrum. So, und dann funktioniert der Spaß nämlich doch. Indem wir das Portal hier quasi, machen wir quasi durch die Wand. Das ist ja auch geil eigentlich. Perfekt. So, nu. Jetzt ist die Tür offen. Wenn ich das wieder wegmache, geht... Ja. Hä? Ach so. Ich verstehe, aber da oben ist nichts, wo ich mich hin teleportieren kann. Das heißt, ich muss theoretisch erst hoch. Und wenn ich oben war... Dann kann ich von... Wie majestätisch du durch die Luft segelst, wie ein Adler, ein fetter Adler. Entschuldigung? Wollen diese ganzen Beleidigungen? Ich bin kein fetter Adler. Du dumme Bitch, Alter. Ah, oh, Mann. Rutsch als von meinem Stuhl runter. Wo bleibt denn der Aufzug? Geht das hier nicht schneller? Was ist denn das für ein Service? Ah. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Oh, fast eine Stunde. Eieiei. Ich weiß gar nicht, wie lange ich spiele. Irgendwie macht es gerade Spaß, neben ihnen zu tun. 3:17 Uhr schon wieder. Boah, ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Okay, das war nicht das Richtige. Weird. Verstehe noch nicht ganz. Verstehe noch nicht ganz, was ich machen soll. Muss ja quasi irgendwie darüber, ne? Boah, ganz knappe Nummer. Ja, damit. Gut. So, dann nehmen wir dich mal mit. Eine Katapultmaschine, die katapultiert mich von da nach da und von da dann da hoch, ne? Glaube ich. Oh nein, ich muss niesen. Will nicht. Okay, der Trick hier, den ich in den Kommentaren gelesen habe, einfach Finger unter die Nase, dann geht's weg. So, scheint zu funktionieren. Ich stehe gerade dezent auf dem Schlauch.
Nein. Das ist nicht die Lösung. Ich muss dahin. Das geht ja nicht. Ah, oh. Es ist manchmal so einfach und ich denke wieder zu kompliziert, genau wie im ersten Teil. Muss ich gucken, ob das funktioniert. Wenn nicht, konnte ich da irgendwo ein Portal setzen? Nee, auch nicht, ne? Okay, ich kann... Ich kann ja hier zurück. Okay, dann nochmal hoch. Mal gucken, dass ich dann auch das richtige Portal setze, sonst wäre blöd. Und zwar das, was ich verändern kann, ist das Orange. Und jetzt quasi gleiche Geschichte nochmal, ne? Und den nehmen wir mit. Geil. Ach, so geil. Test bestanden. Physik ist geil. Ich habe heute keinen Riegel. Außer in der Schule. Aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Echt? Testsubjekte, als ich brauche. Hat sie wirklich Menschen gesehen? Oh, jetzt ist das Kabel hier von meinem Headset. Das, da rolle ich immer. Ich bleib da immer mit meinem Stuhl dran hängen. Das ist einfach nur hart belastend. Ich drüber. Zack. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Geil. Ah. Welche Testkammer sind wir denn jetzt? Es geht wieder nach unten. Ging es nicht sonst immer nach oben? Geht es immer nach unten? Ich habe da nie drauf geachtet, muss ich sagen. Ich habe da nie drauf geachtet. Es geht nach unten auf jeden Fall. Hard Light Bright Bridges. Okay. 11. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Die Brücken, an die kann ich mich erinnern, die sind noch ein geiles Element. Was aber auch nicht gerade untricky ist. Das Problem ist, dafür brauchen wir erstmal. Nein! Oh, bin ich blöd. Ich bin einfach runtergefallen, wie dumm. Die sind auch sofort da, das heißt, man kann die aus der Luft schießen und bleibt stehen, ohne zu fallen. Das ist schon mal ganz gut. Dann machen wir das einfach nochmal genauso wie gerade und versuchen nicht runterzufallen. Das war ja so unnötig gerade. Diese Brücken bestehen ja aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Sag mal, wo ist das denn offen? Ist nirgends offen. Nicht runterfallen, okay. Hm.
Nein! Theoretisch kann ich noch. Boah, Junge! Was soll das? Wieso bin ich so zappelig? Alter! Warum mach ich das mad? Zweimal so unnötig gestorben. Oh, es gibt einen Checkpoint. Ehre.